Ja, schon, das ist eigentlich ganz nice, das ist eigentlich ganz witzig. Datten, datten, datten. Yeah! Okay. Ja, Leute, okay, ich nehme die mal raus. Ey. Unerhört von mir, ich stelle mich erstmal vor. Guten Tag, ich bin der Urge. Jo Leute, grüßt euch erstmal, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wird mal wieder was legendäres. Bevor wir das Video gucken, beantwortet ihr die Frage erstmal im Chat. Ja, er sieht das wie Jizzes in allem an auf jeden. Erzählt, ihr schmutzigen Schweine. Welche Frage? Okay, es ist gar keine Frage. Aber der ungewöhnlichste Ort, Klo. Nein? Was für ein Nee, Junge? Nee ist keine Antwort, du Hund. Nee ist einfach nur Jungfrau. So ein Ding ist das. Jägerhochstand, Kino, Schwimmbadkabine. Bin 13. Du bist rausgenommen, Bruder. Bei Meckes. Das ist doch eklig. Klassenzimmer. Da hat jemand ganz dringend gebraucht. Spielplatzrutsche. Okay, es wird einfach nur ekelhafter. H&M Umkleide. Das Video kenne ich. PC in der Schule. Boah, das muss so gemufft haben. Im Bett der Schwiegereltern. Oh mein Gott, Junge, Ramba. Flugzeug finde ich aber auch interessant. Gedreht. Es kommt zum vierten Teil von ungewöhnlichste Orte, an dem du hattest. Du, ihr alle verdammt. Ich glaube nicht. Ich gehe heute mal wieder durch die Straßen von Hannover und frage hier. Ja, ich bin mutig. Ja, ich bin selbstbewusst. Ja, ich bin der Hammer. Krass, dass das Leute echt zu beantworten. 50% der Antworten fake. Ungewöhnlichste Ort für mich war Auto. Danke, Sandro. Denkt so, warum gucke ich dieses Video an? Gehen wir einfach mal los und fragen ein paar Leute, wo sie... Mit welcher Hand? Brauchen wir beide Hände. Optimal, wir legen los. Ja. Habt ihr Sex? Ja, klar. Okay, Leute, die sind... Guckt so heftig unangenehm, Mann. Locker. Ist immer so ein schwerer Einstieg. Ich frage heute, was ist der ungewöhnlichste Ort, an dem ihr Sex hattet? Draußen. Draußen ist groß. Auch noch Einstein höchstpersönlich getroffen, Alter. Schwimmbad. Umkleide? Auch. Wasser. Also im Wasser. Junge, die Kanickel, Alter. Was ist mit denen los? Was? Okay. Beides zusammen? Ja. Ja. Okay. Wurdet ihr schon mal erwischt? Nein. Nur von den Eltern. Nicht so. Optimal. Ich denke, oh mein Gott. Guck mal die Angst in seinem Blick, dass der ihn abzieht. Guck mal nur auf sein Gesicht. Er hat so Herbeschiss, dass er abgezogen wird. Eltern. Was willst du? Okay, jetzt geh bitte. Oh, oh scheiße, was will der? Oh mein Gott. Optimal. Oh Leute, darum drehe ich in Hannover. Habt ihr schon mal Leute beim Sex erwischt? Ja, meine Eltern. Ja, Freunde, Verwandte, klar. Wie reagiert man? Klar, klar. Junge, wo wohnt der und ficken die da rum? Ich habe einmal meine Mutter dabei gehört und das war das Schlimmste, was ich jemals gehört habe in meinem Leben. Er sagt Freunde, Verwandte. Jedes Wochenende höre ich die. Bestimmt so dünne Wände bei denen zu Hause. Man bei den Verwandte, wie hört sich das an? Digga. Eltern? Sweet Home Alabama. Ja. Einfach ignorieren. Ja. Redet man da drüber? Nein. Doch. Wie machst du das denn? Klar. Ich hab euch neulich beim F***en gehört. Was war da? Leiser bitte. Und dann geht das doch. Aber ihr seid da ganz offen. Ja, klar. Verliebt Game of Tiefenentspannt, finde ich gut. Okay, was ist der ungewöhnlichste Ort, an dem sie... Ja, ich... Spontan... Wahrscheinlich im Käppi-Geschäft. Was sind die denn aufgegabelt? Würde ich jetzt so Rewe-Kundentoilette sagen. Junge, wie kann man die Käppi so tragen? Hefe. Kundentoilette. Rewe, dein Markt. Wie kommt man denn dazu? Eine beim Einkaufen kennengelernt? Nö. Auch spontan, oder? Nö, kannst du nicht. Spontan Bock gehabt? Genau. Oder dann kurz mal durchgezogen? Richtig. Bist du eher so ein Freiluft... Freiluft, klar. Gerne mal. Auf jeden Fall, im Winter nicht so. Ja, im Winter muss es auch nicht sein. Schon mal dabei erwischt worden? Mehrmals. Was mehrmals. Macht man da? Der lernt nicht. Weiter. Weiter. Juckt dich nicht? Überhaupt nicht. Wenn es stört, geh weiter. Ja. Also auch in der Öffentlichkeit erwischt worden? Ja, sicher. So Durchgangsverkehr mit fremden Leuten bei mir in der Wohnung habe ich nicht. Verkehr trifft's. Da war auch schon, ja. Du wirst gerade wieder vor dem Video sitzen und dir denken, wie kann der auf die Straße gehen und sowas fragen? Aber das Ding ist, du guckst es dir an.
Ich denke, in Deutschland sollte man vielleicht ein bisschen offener mit dem Thema umgehen und nicht alle so immer so, nee, ich will darüber nicht reden, also. Yakuza Rang 13 wegen der Jacke. Du guckst es dir doch an, also zieh den Stock aus dem Arsch und guck weiter, lass einen Daumen nach oben da. Hab ja nicht gelogen, das ist ja die Wahrheit. Wir gehen weiter. Es geht um... Boah, bei so Omas, Digga, das wäre mir so unangenehm. Aber Respekt. Six. Es geht um den ungewöhnlichsten Ort, an dem ihr Sex hattet. Ja, was ist, ja, da geht's ja erstmal darum, was ist ungewöhnlich. Eine ganze Lebensgeschichte zu erzählen, die Versaute. Ungewöhnlich, ne? Was ist nicht ungewöhnlich für Sie? Kannst mich ruhig duzen. Gut. Was ist nicht ungewöhnlich? Der ungewöhnlichste Toilette. Auf einer öffentlichen Toilette. Ja, könnte man so sagen. Okay. Also war es im Flugzeug oder so, oder nicht? Was für eine Toilette ist es denn, dass man so sagen könnte, man... Gibt's da noch was Spannendes? Würde ich. Einmal. Also, das ist ja so spontan, das fällt mir doch jetzt alles nicht ein. Freibad, Im Freibad, auf spontan. Am See. Sehr entspannt. Sie piekt mir gleich die Augen aus hier. Ach so. Ich dachte, es ist fragetechnisch. Genau. Ja, aber klingt ja schon mal sehr spannend. Sie überlegt aber noch. Sie will noch. Nein, ich überlege nur. Ich denke nur, dass die Kids heute doch ganz anders drauf sind. Ne? Denkt man immer so. Denkt man immer so. In echt wart ihr nicht besser. Sag ich mal so. In echt wart ihr nicht besser. Also, es kam nichts Neues dazu, zu unseren Erlebnissen damals. Ich fand, da könnte man eure Schwänze wieder einpacken. Was schreibt ihr die ganze Zeit? Würde ich die Linke schon mal auf jeden. Die Jugend ist genauso langweilig ja, wie die damals. Ja, wollte ich gerade sagen, ihr habt auch keinen neuen. Ja, wollte ich gerade sagen. Junge, auf gar keinen Fall geht die alte fit. Aber wie die redet, Mann. Dein Fell, oder? Genau so sieht's aus. Ungewöhnlichste Orte, an dem du Sex hattest. Oh, jetzt kommt er. Ja. Oh Mann, wenn ich deine Videos gucke und die ganzen Leute das so raushauen, muss ich echt lachen, ne? Jetzt bring doch du mal die Leute zum Lachen. Ja. Ja, was ist? Wenn du was raushaust, hau ich auch was raus. Das habe ich im letzten Video nicht gemacht. Premiere. Digga! Ich weiß nicht, ob es ungewöhnlich ist, aber ich hatte was mit einer im Zelt, da war ein Kumpel neben mir, der daneben geschlafen. Ja. Hallo, mein Mann ist nur einmal jung. Und. Ah ja. Jetzt hast du einen raus, ne? Jetzt hast du einen raus. Okay, du hast gesagt im Zelt. Ja. Dann sage ich das Gleiche im Zelt. Aber das Ding ist, in einem fremden Zelt. Auf einem Festival. Okay, also Respekt, ne? Egal, auf dem Festival. Ich war ja noch nie auf einmal. Da werden bestimmt auch so rumfüllen wie die Kanickel, Mann. Nur alle komplett mit Drogen und Alkohol vollgepumpt. Voller Lust. Richtig eklig im Zelt. Gut, hast du wenigstens verhütet? Ja! Tütchen auf, drüber, fertig! Aber dazu sage ich lieber nichts. Festival ist Beste, schreibt er. Was ist mit euch? Ja, Festival ist Beste. Euch. Alles gut. Ganz schön kuschelig heute. Ja. Es geht um das Thema... Rechtsjungfrau. Die anderen beiden versaut. Keine Ahnung. Heute geht's um... Schon mal gehabt? Ja. Du? Ja. Gut, dass wir darüber reden können. Heute geht's um die ungewöhnlichsten Orte, an dem ihr hattet. Oh Gott. Andere Analyse von dir? Tja. Ich erkenne das, Digga. Ich erkenne Frauen. Kannst mir auf 100 Kilometer Entfernung zeigen. Ich erkenne, ich sag dir, ob die schon gestochen wurde oder nicht. Weißt du nicht? Einfach im Bett. Ich hatte auch an keinem ungewöhnlichen Ort. Yeah. Also alle Standard im Bett? Nee, ich muss erst überlegen. Das muss man dann überlegen, Junge. Tu mal nicht so, als hättest du schon 50 Jahre Sex gehabt. Ich muss gerade, welche Orte sind denn ungewöhnlich? Was ist denn für dich normal? Bett. Auto? Hm. Aber ihr wollt nicht mitreden. Nur Dusche, aber das ist ganz normal, oder? Wurdet ihr schon mal dabei erwischt? Nein, nö. Habt ihr schon mal jemanden dabei erwischt? Ja. Was macht man dann? Hey, Pause jetzt! Keine Ahnung, ignorieren ist sowas Normales, oder? Ja, ich hab nur gehört. Hast du halt mitgehört und so, boah, nee, ich wäre gern dabei. Nee, nein. Ihr seid nicht so gesprächig, ey. Was ist mit euch? Ja, ich muss immer noch überlegen. Ach, jetzt hau doch mal raus. Streber-Tussis, nimm mal nur die Linke mit und quatsch mal mit der ein bisschen. Los, hast du so viele Orte, oder was? Weißt du nicht. Redet die ganze Zeit nur mit der hässlichsten. Ja, dann so. Bei 3, 1, 2, die rechte absolut Dreck. Auf dem Feld, im Busch. Sommer oder Winter? Frühling. War das abenteuerlich? Ja, der Bauer hat nebenbei auf dem Feld noch gearbeitet. Was?
Wenn ich guck mal, wenn der Bauer an dir gearbeitet hätte. Hat man nicht Angst, irgendwie überrollt zu werden? Nee, oder wir waren ja im Busch. Ach so. Okay, ich dachte, ihr habt zwischendurch immer mal so hochgeguckt. So. Trecker ist noch weit genug weg, weiter geht. Oh Mann, er wird's gewesen. Auf spontan mal kurz in den Busch gehüpft. Ja oder nein? Geht, ne? Bist du spontan? Ja, schon. Okay, du? Frag mal lieber die anderen, Mann. Ja. Wir sind jetzt extra nochmal hinterhergelaufen. Für? Den Instagram-Namen. Eigentlich war es unnötig, weil ich es eh rauspiepe, aber alles gut. Das war ein Scherz. Ausnahmsweise, ja, weil ihr dabei seid. Die sind dem jetzt hinterhergelaufen, damit die nochmal ihr Instagram sagen können? So die Linke, okay, aber die anderen beiden, die können... Also... Nein, ich bin nett heute. Die sind bestimmt 16 oder so, ich mach mich ja alle ekelhaft. Alle, allesamt. Bis in 2 Jahren. Okay, leg los. Wer will denn zuerst? Nicht alle auf einmal. 55.Alessa, Zoe.VSB, Joyce.HNK. Ah ja. Wo ist der ungewöhnlichste Ort, an dem du Sex hattest? Einmal am Hafen, unter einer Brücke. Auch spontan und schnell. Ganz keiner gebucht. Spontan, ja. Noch was? Ja. Von einem obdachlosen Flach gelegt. Ja gut, Auto und so ist ja schon Kult, ne? Das ja habe ich in meinem letzten Video gesagt, ist basic so. Standard, ne? Reizt das ein, macht das... Ich dann auch geschwängert. War ein bisschen doof. Aber ja, jetzt ist es halt so. Spaß? Nicht so wirklich, nein. Aber es gibt Besseres, würde ich sagen. Zum Beispiel? Also ich bin immer noch ganz normal Standard, so na, zu Hause, Sofa, das gemütlich. Gemütlich ist immer schöner, ja. Das hat man nicht gefühlt. Okay. Ist so. Du bist also nicht so abenteuerlich. Die anderen sind natürlich, sagen wir so abenteuerlich, ja. Aber schöner ist natürlich immer noch Standard, so zu Hause. Ja. So kuschelst. Kuschelst nicht, aber halt zu Hause. Bam, bam, zack, zack, geh! Okay, ja, gut. Wow, witzig, Mann. Aber Erdschon ist schon echt witzig. Ich finde ein bisschen zu viele Einspieler, aber sonst sind diese ganzen Straßenfragen von ihm schon echt gut. Cool.